Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir, hinter mir, seht ihr den? Benny, und an meiner Seite seht ihr die etwas weiter vorne stehende, damit sie sehr groß wirkt. Nico, ja, wir stehen hier mal wieder vor diesem Fenster. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr letztes Jahr schon dabei wart. Ansonsten könnt ihr euch das... Wo ist jetzt immer links? Ja. Hier. Ja, genau, hier. Hier oben ansehen. Hier oben ansehen. Wir haben mal wieder ein Weihnachtsbäumchen geholt. Mein Plan war eigentlich, ihn blind zu kaufen, aber wenn man die ganzen Bäume sieht und da sind schon sehr viele Krücken dabei, dann überlegt man sich das doch mal. Aber wir haben den allerersten genommen. Als wir zum Weihnachtsbaumhändler hingefahren sind, stand vorne so eine am Zaun, ja. So einzeln von den ganzen anderen. Und da habe ich gesagt, komm, den nehmen wir. Der hat so eine Ecke, der passt hier schön vors Fenster. Wir haben dann erst mal 10, 15 Minuten rumgeguckt, gell? Ja, würdet ihr einen Baum nehmen, der direkt da so am Zaun lehnt, so wie... Der lag so auf dem Präsentiertelle. Und den anderen, den er dann ausgepackt hat für uns, der uns ein bisschen zu groß, der war sehr schön, der war aber so sehr perfekt konisch rund. Ja. Und da kann man hier so schlecht rumlaufen. Deshalb ist es besser, wenn er an einer Seite so ein bisschen platt ist, weil der eher am Fenster steht. Genau, wir haben ein Bäumchen. Ich möchte auch an sich eigentlich hier noch heute komplett fertig werden mit mir schmücken. Ich will diesmal ein bisschen subtiler schmücken, also nicht überall irgendwie Kleinzeug rumstehen lassen, weil die ganzen Kerzen macht man eh nicht an. Vielleicht einmal und dann gehen sie irgendwann leer, weil ich denke, ach, lass sie leer gehen. Die machen wir eh nicht wieder an. Ja, genau, das möchte ich eigentlich heute alles schaffen. Wir werden euch natürlich da mitnehmen beim Baum. Da wird Benni noch dabei sein, gerade wegen der Lichterkette. Ich hasse das wie die Pest, ey. Oh. Ich habe die schon irgendwo hier gesehen, die Lichterkette. Ich weiß nicht, welche Karton die ist. Aber ich glaube, ich habe es schon gesehen. Ich weiß, da gibt es immer mal so ein bisschen Knatsch bei der Lichterkette. Aber ich glaube, ich habe so einen Plan. Da ist ja so ein Ring. Wir müssen nur den Ring oben drauf setzen und die eigentlich so... Ja, es ist... runterregnen lassen. Ja, genau. Wir werden mal gucken. Und so sieht's aus. Nicke packt jetzt den Weihnachtsbaumständer aus. Und ich zeige euch mal so kurz die Kartons. Hier stehen, ich hänge mit dem Ständer, hier steht alles, da ist das Riesengeschenk, das Riesendeko-Geschenk, da sind noch Deko-Geschenke, die wir selbst geklöppelt haben. Ja, genau. Das kann man einfach machen, wenn man genug Geschenkpapier hat und Pappkartons. Ja. Da ist der wundervolle Weihnachtsbaumständer. Ja, genau. Habt ihr euch dieses Jahr schon einen gekauft? Das würde mich immer interessieren. Oder seid ihr wieder spät dran und müsst ihr so Weihnachtszeit? Als Weihnachtszeit sind die immer teurer. Weihnachtsbaumständer. Gut, jetzt holen wir den Weihnachtsbaum rein. Thank you.
Tada! Ja, ich habe leider heute nur den Baum geschafft. Ich bin etwas enttäuscht von mir. Naja, uns Fenster und im Bad hast du eine Lichterkette hin und auf dem Boden im kleinen Flur auch. Also, ja, aber schon trotzdem. Gut was gemacht. Ja, das wird jetzt nur ein Zwischenende. Nachdem wird es für euch natürlich direkt weitergehen. Ja, es geht gleich noch weiter. Wir müssen nur heute ein kleines Päuschen einlegen, weil es schon echt spät ist und wir müde sind. Und das, ja. Wir sind morgen früh raus. Genau. Und deswegen machen wir morgen, wenn alles fertig ist, machen wir endlich mal ein Türchen auf. Beide Türchen. Stimmt, morgen können wir dann sogar zwei Türchen ja, auf. Ja, genau. Das machen wir dann morgen zur Feier des Tages, wenn ich hier durch bin. Aber es sieht sehr schön aus. Ich gehe nochmal ganz kurz, drehe ich nochmal hier unten, oder? Drehe ich nochmal unten, Mini liegt hier. Ja. Nur so ein bisschen kippen. So, so da liegt Milo. Der lässt den Baum hoffentlich stehen, wenn wir morgen auf der Arbeit sind. Da unten sind die schönen Geschenke. Da hinten ist noch das Rentier. Rentier und der Wichtel. Und hier ist der Baum extra mit wenig Licht jetzt. Ich habe das ganz gedämpft, damit man schön leuchten sieht. Man sieht natürlich hier im Spiegel mich stehen, wie ich hier rumleuchte. Ja. Also im Fenster. Da ist die Spitze, da haben wir ein bisschen angepasst oben, denn für die Spitze muss man immer so ein bisschen Platz machen, damit die auch schön zur Geltung kommt. Außerdem haben wir hier gedingst, hier waren ja vorher keine. Ich habe hier sogar was gefunden, was wir dranhängen können. Sollen wir es noch dran nageln? Nee, das ist ganz leicht. Achso. Das fällt nicht ab. Nicht berühren. Gut, und gleich geht's weiter mit dem Rest. Hier haben wir jetzt unsere Krippe stehen, fein beleuchtet. Also man sieht jetzt nicht so ganz, aber man hat ja gesehen, wie ich die Lichterkette drum gemacht habe. Die haben wir immer drum, sonst hat die Nicke immer das Licht gemacht und ich habe die Figürchen gesetzt und das gestellt. Und dieses Mal war Premiere, da habe ich die Lichtchen gemacht. Genau, hast du schön hingekriegt. Ja, hat funktioniert. Ja. So, hier oben hat die Nicke sehr schön die Figürchen arrangiert. Ja, wir haben jetzt nicht so viel hier unten gemacht, weil wegen dem Fernseher ist jetzt halt auch nicht so viel Platz und ich habe halt auch ein bisschen abgespeckt. Aber hier stehen unsere kleinen japanischen Helferlein für gutes Klima und gute Beziehungen und sowas. Wenn ihr das nicht gesehen habt, das machen wir oben euch. Hier. Da in die Ecke. Wo wir sie her haben. Genau. Das hier, das hat ich bei DM mitbestellt. Das hat ja meine Schwester gemacht. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Da könnt ihr mal gucken, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk gebraucht für jemanden. Hier oben haben wir jetzt unseren Wald. Ja. Mit Panzer. Ja, genau. Der Panzer fährt im Wald.
Ja. Die Dinger hier sind auch von der DM, die sind aber scheiße. Hätte ich die im Laden gesehen, hätte ich die nicht gekauft. Ja, der eine ist auch gleich über den Jordan gegangen. Ja, da kommt noch was dran. Auch weg. Also das war kacke. Und hier oben, das bleibt frei. Also die Mangas kommen nämlich auch noch weg, weil da muss nämlich noch der Benni was zusammenbasteln. Da wird nämlich was Größeres hingestellt. Deswegen ist das erstmal kein Platz mehr. Das hat ich aus dem Bauhaus. Ich fand es voll süß, die beiden Eulen. So. Sind sie nicht süß? Ja, wir haben so viele Eulen. Ja. Toll. Ja. Castle Grayskull musste weichen, ist da ja. Drüben. Ja, da sitzt noch ein bisschen. Ich habe halt gedacht. Aber das ist ja hinter der Tür. Ich habe erst gedacht, ich kann das damit stehen lassen. Wir machen das da hier oben mit hin. Aber dann hätte das alles nicht gepasst, weil es viel zu hoch ist. Ich wollte nämlich erst Castle Grayskull mit dem Wald machen. Wir hätten auch das Baby vor Castle Grayskull stellen können. Das Jesuskind. Nächstes Jahr dann. Ja, genau. Dann haben wir hier drüben. Hier sind sehr viele Kissen. Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Kissen liegen bleiben. Die Kissen einfach alle da. Wenn man es schön haben will, legt man noch die Decken hin, die da drüben sind. Hier ist unser Tisch, das ist ja wohl klar. Das ist eigentlich eine Keksdose. Wir haben aber keine Kekse, aber ich fände die Dose ganz schön. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstelle. Wir müssen ein paar Plätzchen backen. So, genau. Ja, das, den Baum kennt er ja schon, gell? Aber ich kann euch was zeigen, was ganz neu ist. Wo wir auf die ganzen Kugeln sowas eingegangen sind, das machen wir euch auch mal oben in die Ecke rein. Das war nämlich vom letzten Jahr. Das hier, da bin ich schön hingegangen, das ist aus Salzteig. Das habe ich bei jemandem bestellt über Instagram, das mache ich euch natürlich auch unten rein. Die macht auch so... Alles aus Salzteig. Alles aus Salzteig, ist voll geil. Ja, genau, was haben wir noch? Wir könnten noch mal ganz kurz hier in die Ecke gehen. Ich weiß nicht, ob man das schon gezeigt hat. Hier ist noch die Ecke. Ja, ich habe leider noch nicht gesagt, das wird heute auch nichts mehr, weil es so spät ist. Hier hängt auch noch was an der Tür. Den habe ich im Bauhaus geholt. Den fand ich voll süß. Warum waren wir eigentlich im Bauhaus? Ach, wir wollten eine Kiste. Wollten eigentlich eine Kiste kaufen, ja. Und jetzt haben wir noch mehr Eulen und so komische Langbeinmänner. Ja, genau. Den fand ich voll süß. Und das hier, das ist eben halt das, was ich wegschmeißen muss, weil es halt voll der Scheiß ist. Und das ist auch voll der Scheiß. Die habe ich voll gern gehabt. Aber die Farbe ist einfach nur drauf gedruckt und es ist mir alles runtergeblättert. Ja, genau. Nicht so schön. Dann, ach, hier ist noch der andere Zipfelmann. Den Marissi auch letztes Jahr einen Weihnachtskalender gemacht hat. Zipfelmann. Man sieht die Nase und den Bart. Genau, und das ist nämlich noch von letztes Jahr Weihnachten. Das bleibt für immer da. Gut, wir gehen jetzt ins Bad, aber da können wir kurz Stopp machen. Der Spiegel. Hallo. Hallo. Hier im Bad ist auch ein bisschen was. Ja, ist aber... Fensteraufklebe. Ist nicht so viel. Aber das Coole ist, wenn man nachts aufs Klo muss und es bleibt die ganze Nacht an, dann muss man das Licht nicht anmachen. Ja, das hat was auf jeden Fall. Ja, genau. Also hier ist jetzt eigentlich das hier stand normalerweise im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist dieses Mal überhaupt gar nichts, außer so ein paar Fensterbilder und diese beiden Leuchtis, die du da zusammengebastelt hast. Diese, ach so. Genau, die sind auch da. Ich weiß noch nicht, ob ich hier noch irgendwas drunter stelle. Da kommen dann noch andere Teelichter rein und sowas. Ja, das ist jetzt erstmal alles. In der Küche haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Habt ihr denn sehr viel geschmückt? Ich hatte irgendwie dieses Jahr, wollte ich nicht so viel Krimskrams überall hinstellen, außer trotzdem lange genug da. Bin ich da? Ja, du bist da. Du bist auf Sendung. Hier ist mein Bier-Adventskalender und ich habe noch gar nichts aufgemacht. Deshalb mache ich jetzt endlich mal auf. Geht nicht so leicht mit einem. Na gut, der ist stabil. Der muss viel Gewicht aushalten. Oh Gott. Genau. So, jetzt auf der anderen Seite. Oh. Ich habe mit unserem Kalender draufgedrückt. Auf der anderen Seite leichter. Nee, es geht nur von der Seite her. Fingernägel? Ach, da ist direkt die Flasche, glaube ich. Hä, wieso? Jetzt. Ach. Pull. Ach, muss man das vorher aufmachen und rausziehen oben? Ja, warum ist es so schwer? Ne? Okay, wir haben wenig seinen Bier-Adventskalender. Das Coole ist, wir können heute vier Türchen weil wir die ganze Zeit nicht dazu kamen, unsere Türchen aufzumachen. Ach ja, so, ja. Deshalb ging es so schwer. Transportsicherung war noch drin. Okay, gut, da habe ich nicht dran gedacht. Aber jetzt ist es auch viel einfacher. Jetzt haben sie es nämlich auch so rum reingemacht, wie ich gedacht habe. Ja. So, was haben wir denn da anzubieten? Perlenzauber Dry Hopped. Feinste Gönnung. Sieht interessant aus. Das ist auch kalt genug. Kannst du dir gleich gönnen. Jetzt kannst du an sich noch eins aufmachen. Du kannst bis zur 4 aufmachen.
Ja, ja, dann mache ich sie nachher dann auch, wenn ich sie direkt reinziehe, sonst will ich sie jetzt alle trinken. Oh, das. Ach nee, jetzt habe ich das. Freistädter Black Book. Ich habe erst gedacht, das kennen wir schon, aber das kennen wir doch nicht. Fein. Ja, komm, mach du noch und trinken wir alle auf. Okay, gut. Das ist mal. Also eins. Wir haben die Sachen mal noch nicht hingekriegt. So, das ist mal wieder sowas wie 12, 1, 1. Ach, 1. 1 ist aber groß. 1 ist das größte. Vielleicht ist da ein Mäppchen drin, um die Stifte reinzutun. Ach nee, das ist kein Stiftkalender, gell? Nee. Das Leben ist schön. Aquarellblock. Ach ja. Also hier haben wir einen Aquarellblock. Und hier, das ist, glaube ich, die Erklärung zum Kalender und so kleine Mitmachdinger, die ich letztes Jahr auch im Kalender hatte, was man damit so machen kann. So, das war die 1. Und wieder zu. 2. Wo ist die 2? Wo ist die 2? 5, 19, 16. 4. Hä, siehst du immer die 2? Was ist das? 14. 14. 3. 6. Dann Echo. 2, da steht 2. Rechts daneben. Da oben steht 2. Ach, hier. Das, ja, ja. Jetzt geht's los mit Stift und Papier. Heute beginnst du frei Hand, deine Ideen in dünnen Linien aus Papier Vorderseite zu skizzieren. Oh, vielleicht stand da auf dem anderen auch was. Oh. Oh, das ist aber ein kleiner Stift. Oh, was ein süßer Stift. Der ist aber klein. Ja, hier haben wir einen kleinen Stift. Leg ich mal dahin. 2 war hier unten. Nee, das war irgendwie 2. Weihnachten. Jetzt kommt Farbe ins Spiel mit Grün wie Tannenzweige. Grün ist immer gut. Also hier haben wir 2 Stifte. Einmal mit dick und einmal mit dünn. Ach, jetzt sehe ich gerade die 4. Dann kann ich noch rausholen. Ja, 2 Kalligraphie-Dinger. Guck mal, das passt sogar zusammen. Passt sogar von der Farbe. Ja. Grieskirchener Export. Das wird sich heute Abend auch reingeorgelt. So, und jetzt habe ich noch die 4. Eins noch. Die 4. Hier, hab ich noch gesehen. So. Oh. Oh, La Belle Prio. Nee. Oh, du schöne Weihnachtszeit. Genieße die gesinnliche Stimmung zu kreativen Gestalten mit neuen Farben. Setzt du leise Akzente. Mit neuen Farben. Oh. Ja, gut, Rot gehört immer dazu. Und Rosa. Genau, das war jetzt hier drin. Du suchst fleißig die 3, gell? Ich hab sie gefunden. Okay. Ja. Jetzt geht's auf jeden Fall voll einfach. Aber das ist nicht gut. Jetzt habe ich unten schon 2 raus. Das ist nicht gut für die Stabilität. Oh. Boah, das ist so eine Plopflasche. Die ist viel zu groß. Die passt überhaupt nicht. Oh, Mist. Habe ich schon aufgemacht? Nee, noch nicht. Oh Gott. Das war nicht so. Die sieht aber interessant aus wegen dem. Die weiße. Die ist voll lang. Wegen dem Hals. Ja. So, Michi ist jetzt drüben am Schlafen, aber wir machen sein Türchen auch mal auf. Hier kann sich heute Abend eine reingeorgelt werden. So, Mili bekommt erstmal Krabbe auf. Hier Käse. Erstmal Käsesnacks. Erstmal Käsesnacks. Wo ist die 2? Siehst du die 2? Willst du die 2 aufmachen? Nee, ich sehe die 4. Okay, dann mach die 4 auf. Ein knapper Mix mit Truthahn, Ente und Wild. 3 ist hier. Ja, fein. Ja, fein. Oh, da kann es sich aber auch richtig geben, ey. Ja, gleich reinstopfen. Hier haben wir knapper Taschen mit Katzengras. Oder mit der uns schön alles vollkotzt. So, jetzt fehlt aber noch die 2. War das das, was ich eingedrückt habe? Das war die 1. Nee, das war die 1, die habe ich schon aufgemacht. Ach so, nee, die 17 habe ich bis hier angedrückt. Wo ist denn die 2? Das ist die 11. Hier irgendwo. 20, 7, 13, 17. Hier. Ja, das ist das. Wer es findet, dem gehört. Nochmal mein Knabber Knack. Was ist das? Ja, stimmt, nur Knabber. Schon Anti-Hairball. Reich an Voralpenrind. Oh, Rind, das liebt er. Ja, genau. Gut, das war's mit den Kalenders. So, also wir sind jetzt fertig. Es ist dunkel und es ist alles geschmückt. Der Kalender ist offen. Ja. Wer aufgepasst hat vor 2 Minuten, weiß, was das ist. Das riecht wie Bier. Für mich riecht immer alles gleich. Das ist Malzbier, das ist doch ohne Alkohol, oder? Ja. Ernsthaft.
Nicke hat sehr schön geschmückt. Ich habe auch mein Bestes gegeben und mitgeholfen. Ich kann stolz auf mich sein. Ich bin auch stolz. Ja, ich bin auch jetzt froh, dass er endlich weg ist. Jetzt kommen noch die ganzen Kartons in den Keller. Und dann werden wir uns irgendwann wiedersehen zum Wegräumen und zum Aussortieren. Weil ich habe schon einiges gesehen, was ich aussortiere. Ja, das Wegräumen, das ist immer sowas. Das mache ich nicht gern. Die ganze Deko dahingestellt und dann muss man das wieder einräumen. Es gibt Leute, die machen das mit Herbst. Das können sie Ostern. Ja machen, aber da muss ich doch nicht mitmachen. Ja, aber das würde ich auch nicht machen. Hier, Deko. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr viel geschmückt habt oder ob ihr wirklich nur so einen Hauptraum habt. Also wir haben jetzt ja an sich auch nur eigentlich so richtig geschmückt. Ja, im Wohnzimmer eigentlich, ja. Genau. Da hängt man rum. Schlafzimmer ist eh mit Deko dekoriert. Ja. Auch. Und das reicht doch. Ja, es ist ja überall nur ein bisschen gewesen, außer hier im der Hauptraum. Ja, genau. Und damit sind wir am Ende. Das nächste Weihnachtsvideo wird etwas über den Nikolaus. Also seid auf jeden Fall dabei. Ja, über den Herrn Nikolaus mit seiner Rute. Ja. Die Weihnachtskeule. Bis dahin, bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss.